Ja, ich bin Stefan. Hi. Ich bin Petra und das sind unsere Kinder. Und wir sind hier im Dani, weil wir auch klar dafür sind, dass es eben nicht noch mehr Autobahnen braucht, sondern dass wir mehr öffentliche Verkehrsmittel und mehr Natur, mehr Bezug zur Natur brauchen. Ich glaube, also vor allem muss sich wirklich unsere Beziehung zur Natur wieder viel mehr ändern. Wir müssen weg von diesem Wachstumsdenken und wir haben zu wenig und haben genug und wir haben genug für alle und müssen symbiotisch mit der Natur unsere Kultur ändern. So. Ja, und die Kinder haben wir dabei, weil wir es super wichtig finden, dass die schon früh auch den Bezug mitbekommen, dass die einfach früh lernen, dass es wichtig ist, sich für eine Sache einzusetzen, die man wichtig findet. Und die haben, glaube ich, auch einigermaßen Spaß dabei. Und für mich ist es auch einfach das Ding, dass ich sage, es kann nicht sein, dass wir weiter so vor uns hinleben und die Welt zerstören, in der wir leben, sondern dass wir dafür verantwortlich sind, auch dass unsere Kinder noch eine Welt haben, in der sie genauso leben können oder noch besser leben können als wir. Wann und wo habt ihr von Dani erfahren? Das war im Klimacamp in Augsburg. Wir waren Anfang September im Klimacamp in Augsburg von Extinction Rebellion und die haben uns den Flyer von der Dani-Demo in die Hand gedrückt. Und dann haben wir gesagt, ja, da haben wir Zeit, da fahren wir hin.